Vater ist der 47-jährige Arafat, ein Deutscher mit palästinensischen Wurzeln. Für ihn fordert Oberstaatsanwältin Leister, also macht die Fotoshooting hier an der Säule, 4 Jahre, 3 Monate und 1 Woche Haft. Was erwarten Sie? Wir schauen mal. Wir schauen. Ich möchte keine Auskunft geben, ne? Bitte aufhören, sonst gibt's eine Anzeige. Sollte es bei Arafat nur für eine Geldstrafe reichen, veranschlagt die Staatsanwaltschaft einen Tagessatz von 2.500 Euro. Heute werden seine Anwälte plädieren. Entspannt. Mit einem Zionisten rede ich nicht. Der Mann hat viele Probleme. Oha, was passiert, Bruder? Oha. Weltbild gehört offen. Ein einfaches Nein hätte gereicht, mein Bruder. Dazu. Bei anderer Gelegenheit erklärte Arafat, die Juden und die Wirtschaft regieren das Land. Aber man muss sagen, er ist straight. Ja, Abu Chaka, wen meinst du mit Zionisten? Ein Kompliment für Sie. Ebenfalls angeklagt ist Yasser Abu Chaka. Bei ihm geht es unter anderem... Was heißt? Also das Wort, was er gesagt hat, ist das ein gefährliches? Ich weiß frei wirklich nicht, was das für ein Wort ist. Ich weiß es gar nicht. Ist das ein respektloses Wort oder ist das so mehr so... Was heißt denn das? Ich weiß es wirklich nicht. Nee, das Z-Wort. Okay, gut. Ach was. Ey, ist das so ein krasses Wort? Ich wusste gar nicht. Ich dachte, das wäre einfach so... Das ist sowas wie, so mäßig wie, keine Ahnung... Ja, so du, wie soll ich sagen, egal, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil nachher, keine Ahnung, bin ich auf Bild-Titelseite und ihr wisst schon, wie das dann heißt. Muslimischer MMA-Kämpfer unterstützt das und das, deswegen lieber gar nichts sagen und einfach das Ding. Anderem um Kindesentzug, 2 Jahre Knast drohen. Für seinen älteren scheiß Bruder drauf, Rommel, scheiß drauf. Benannt nach dem deutschen Panzergeneral, soll es 18 Monate geben, einer der Anwälte. Was werden Sie fordern? Na, also im Wesentlichen Freispruch. Bei einer Sache muss ich mal sehen. Der ist Anwalt? Der sieht mehr aus, als würde er sich jeden Abend schön in der Kneipe da ein bisschen, ja, jetzt schauen wir mal Spiel an von Bayern München. Und dann geht's zur Sache am Abend. Nasser, einen fröhlichen guten Morgen. Nasser Abu Chaka. Er ist der Älteste und einschlägig polizeibekannt. Wie ist die Lage? Werden wir ja sehen, wie die Lage ist. Ja, genau. Auch bei ihm geht es um Knast oder Freispruch. Die beiden Anwälte von Arafat Abu Chaka äußern sich bei Spiegel TV das erste Mal zu dem Verfahren und warum es das überhaupt gibt. Es stammt aus dem Kontext, dass man jetzt gegen die sogenannte Clankriminalität vorgehen will, dass man sich entschieden hat, Herrn Arafat Abu Chaka als Chef eines Clans zu sehen, worüber, glaube ich, man auch noch streiten könnte, ob das überhaupt einen Clan Abu Chaka gibt. Jedenfalls stammt dieses Verfahren aus diesem Zusammenhang und ist dann auch mit sehr viel personellem und Ermittlungsaufwand geführt worden. In dem Verfahren geht es vor allem um das Verhältnis zwischen dem Rapper Bushido, bürgerlich Anis Fercici, und Arafat Abu Chaka. Jahrelang sind die beiden ein Team, finanziell erfolgreich, verdienen Millionen. Egal was ist, Chat, wir dürfen aber eins nicht vergessen und ich glaube, jeder stimmt mir da ein bisschen zu. Das war schon eine Prime. Das war schon eine Prime-Zeit, so damals Bushido, Arafat, wo es so frisch rausgekommen ist. Bushido hat Songs gemacht und keine Ahnung, diese ganzen Vibes, Mipes und alles mögliche. Das war schon eine geile Prime-Zeit, ne? Und man darf echt nicht eins vergessen. Egal was man heute über Bushido sagt, egal was alles passiert ist, dies und das. Scheiß mal auf alles. Der Mann, auch wenn manche sagen, er hat seine Texte nicht selber geschrieben, dies, das. Bruder, seine Musik hört sich trotzdem geil an. Also, meine Meinung. Meine Meinung, der Mann hat immer noch eine Stimme, der Mann hat immer noch einen Flow, der mir persönlich sehr gut gefällt und es war wirklich eine geile Zeit, die uns geprägt hat. Muss man einfach sagen, Chat, ist so. Auch wenn er einen Ghostwriter hat, auch wenn jemand andere, auch wenn eine AI seine Texte schreibt, scheiß drauf. Der Mann hat trotzdem eine sehr, sehr lang, sehr viel Zeit geprägt in meiner Kindheit. Auch am Finanzamt vorbei. Bis Bushido auspackte, mit drastischen Konsequenzen, vor allem für den Clan-Boss. 6 Jahre zuvor. Ist zentraler Punkt des Prozesses. Es geht um eine Auseinandersetzung am 18. Januar 2018. Bushido will sich damals von Arafat trennen, wird von seinem Manager in die Puderstraße vorgeladen, mit dabei... Was, ist das jetzt schon 6 Jahre her? Bruder, wie sind 6 Jahre vergangen, Lan? What the f***,
Bro, Bruder, wir werden alt. Das sind einfach schon 6 Jahre. Sind Arafats Brüder Nasser und Yasser. Die Tür wird abgeschlossen. So Bushido später vor Gericht. Und in dem Augenblick sagt Yasser Bouchaka zu mir, und das war der erste gesprochene Satz, du wirst hier erst wieder lebend rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast. Und ich so, okay. Und dann ging es halt so los. Dann hat man halt 4,5 Stunden auf mich eingeredet, gebrüllt, beleidigt, geschlagen. Und man hat Geld gefordert. Arafat hat mir gesagt, ich soll nach Hause gehen, ich soll dort warten wie ein Hund. Bushido erzählt alles LKA-Ermittlern. Die Aussagen sind später zentraler Teil der Anklage gegen die Abouchakas. Im Prozess werden monatelang Zeugen zu dem Vorfall gehört. Bushido redet, die Abouchakas schweigen. 2 Jahre nach Prozessbeginn taucht plötzlich eine Tondatei auf, die Bushidos Version zum Einstürzen bringen könnte. Übergeben hat das neue Beweisstück Arafats Rechtsanwalt Birkhoff. Können Sie sagen, woher die Tondatei stammt? Nein. Zu hören sind vor allem die Abouchakas und Bushido. Ja, ganz klipp und klar hat er das deutlich gemacht. Es wird viel geredet und ab und an gebrüllt. Ich frage dich jetzt, Herr Bushido, wenn du für alles keine Zeit und keinen Kopf hast, lässt die Jungs links liegen. Ich habe dir nie gesagt, Bushido, wo ist das Geld? Ich höre genauso viele Sachen. Ich höre plötzlich, ich habe eine Sache gehört. Jeder, der mir sagt, stimmt nicht. Ich habe mir das angehört und war überrascht, dass man Teilnehmer hört, von die verschwiegen worden sind, dass man Dinge hört, über die nicht berichtet worden ist. Und ich war erstaunt, dass ich bestimmte Dinge nicht hören konnte. Und zwar bestimmte Passagen der Auseinandersetzung. Ein Sachverständiger untersucht die Tondatei mit erstaunlichen Resultaten. In dem Gutachten heißt es, das Fehlen von Metadaten, also Aufnahmeort und Zeit zum Beispiel, ist auffällig und unerwartet. Die Datei stammt wohl nicht unverändert aus dem Aufnahmegerät. Es sei definitiv befundauffällig. Vielleicht wurden auch unterschiedliche Dateien zusammengeführt. Vielleicht ist die Datei echt, vielleicht auch nicht. Es steht Aussage gegen Aussage. Arafat und sein rappender Geldautomat verdienen damals Millionen. Oft am Und sein rappender Geldautomat? Oha! Finanzamt vorbei. Was keiner ahnt. Ein gemeinsames Anwesen wird gekauft und ausgebaut. Riesige Villen auf einem riesigen Grundstück. Arafat hatte sich das hintere, größere Haus genommen. Meine Frau und ich hatten ein Haus sozusagen genau in der Mitte. Keine Privatsphäre. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir ziehen uns jetzt einen Zaun. Und dann kam er aus seinem Haus raus und mit einem Kaffee und Unterhemd und Latschen und so. Was macht ihr? Und meine Frau meinte, ich möchte das so. Und dann hat er ihr gesagt, pass mal auf, du hast hier nichts zu melden. Und dann folgte eine Wort des anderen. Dann hat meine Frau sich mit ihm angelegt und Riesenstreit. Ich habe dann meine Frau weggeschickt, weil ich wollte dann Arafat sagen, so läuft das nicht mehr und ich werde nie wieder meine Frau sozusagen ihm hinten anstellen. Und dann hat er mir gesagt, er will mit mir nicht mehr arbeiten und mit mir nichts mehr zu tun haben. Und das war für mich so, als würde die Sonne aufgehen. Es folgt die von Bushido beschriebene Brüllerei mit den Abouchakas am 18.01. Meint ihr wirklich, dass es so abgelaufen, Chat? Ja, zu den Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Arafats Anwälte glauben Bushido nicht. Ich habe in meinem Plädoyer ausgeführt, dass es eine Menge Dinge gibt, die gegen seine Glaubwürdigkeit sprechen. Und zwar sowohl im Bereich des Vorfalls vom 18.01. als auch bezüglich anderer Dinge, die im Vorfeld, im geschäftlichen Zusammensein, im persönlichen Zusammensein eine Rolle gespielt haben. Fest steht, Bushido steigt damals aus. Er und seine Familie bekommen Personenschutz. Angeblich drohen die Abouchakas mit Vergeltung. Und Bushido legt eine Art Lebensbeichte ab, packt bei der Steuerfahndung aus. Dann kamen halt die ganzen Geldwäschedelikte und Steuerhinterziehungsgeschichten und so. Und dann musste ich plötzlich zum LKA 3 und da ging es dann um die Wirtschaftsgeschichten. In den nächsten Monaten sind LKA und Steuerfahndung den Abouchakas auf den Fersen. Die Ermittler beschlagnahmen Arafats Telefon, finden 65 aufgezeichnete Gespräche. Hier mit einem Polizisten bei einer Kontrolle. Sie haben mich absichtlich angehalten, weil Sie mich gesehen haben. Ja, und es ist möglich im kriminalitätsbelasteten Bereich. Was für ein kriminalitätsbelasteten Bereich? Das ist Schikane, was Sie da abziehen. Ihre Meinung ist die Kelle. Und auch mit Bushido geht's zur Sache. Das, was ihr gerade macht, ist ganz einfach. Weißt du warum? Ich will dir was sagen, warum. Ich will dir was sagen, warum. Hallo? Nein, nein. Weil das ein Hund ist. Dass er Gespräche aufzeichnete, gesteht Arafat an einem der letzten Verhandlungstage. Mehr aber auch nicht. Herr Abouchaka hat sich nach unserer Auffassung nichts zu Schulden kommen lassen, außer, dass wir der Auffassung sind, heimliche Tonaufnahmen sind nicht erlaubt, das gehört sich nicht. Und nach unserer
Meinung, wird er dafür sicherlich auch bestraft werden. Am heutigen Montagmittag der letzte, der 114. Verhandlungstag. Die Abou-Chakas sind pünktlich, wie die Maurer. Die Laune bestens. Guten Tag, Abou-Chaka. Was gibt's heute? Apfel und Zucker. Was gibt's heute? Kaffee, schwarz. Der Medienauftrieb ist gewaltig. Als erstes widmet sich das Gericht dem Angeklagten Arafat. Er wird nur für die illegalen Tonaufnahmen zu 81.000 Euro Strafe verurteilt. Das war aber eine teure Aufnahme, mein Bruder. 81.000 Euro, Bruder. Ja, geil. Nicht gespannt, wo das Geld für den Staat dahin fließt. Für wahrscheinlich ein paar TikTok-Streams. Na, sag das nicht, Bro. Sag das nicht, Bro. Das ist trotzdem 81.000 ist 81.000, mein Bro. Das ist ein schöner Mercedes. Hauptvorwurf wird er freigesprochen. Rommel, Nasser und Yasser kommen ohne Strafe davon. Das Gericht hatte Zweifel an den Aussagen von Bushido. Und so endet der Prozess ganz anders, als er begann. Und jeder bedankt sich auf seine Art. Ich bedanke mich bei meinen Anwälten. Allahu Akbar, Allah ist groß. Gott ist groß. Alhamdulillah. Herr Nasser. Ach, haben die jetzt nur Geldstrafe bekommen, oder? Erklärt, es wird nicht der letzte Prozess dieser Art sein, oder? Glauben Sie, dass das die letzte Anklage gewesen ist gegen Sie? Das sieht niemand. Solange es Leute gibt, die so viel Scheiß erzählen wie Sie, nein. Bitte, alles Gute. Angeblich soll es gegen Arafat eine neue Anklage geben, wegen Steuerhinterziehung. Jedoch, Staatsanwaltschaft und Arafats Rechtsanwälte wollten sich dazu nicht äußern. Ja, die müssen euch auch nicht alles erzählen. Also wirklich, manchmal, also ich, Spiegel TV, manchmal die Kommentator und Kommentatorinnen, die sind manchmal echt brutal nervig mit ihrer Sprücheklöpferei und auf Krampf versuchen, irgendwie da einen Spruch immer reinzudrücken und alles. Bruder, bitte, berichte einfach nur und versuch nicht irgendwie witzig oder da. Bruder, die machen so krass auch Fitner, ne, manchmal, Chat. Ist euch das mal aufgefallen? Ist euch das mal aufgefallen, wie krass viel Fitner die machen? So, wenn zum Beispiel jemand angeklagt ist und nicht reden möchte und keine Aussage tätigen möchte, dann lass doch diese Person einfach in Ruhe. Die kommen dann halt nochmal richtig aufdringlich rein und provozieren das so raus, bis du irgendwas Schlechtes sagst. Und das genau verwenden die dann. Bruder, das ist schon ein bisschen eklig. Also seid ihr auch nicht kein Stück besser, ne? Damit ihr geile Klicks bekommt. Das ist schon ein bisschen hart, finde ich. Das ist schon hart, aber okay.